liebe Fahranfänger, liebe Frauen, liebe Homosexuelle, das passiert dann ganz genau, wenn man nicht auf die Straße guckt, sondern dumm in der Gegend rumgafft. Hier, das tat vielleicht einen Schlag. Bis zum nächsten Mal beim Automagazin für Fahranfänger. Ich sitze jetzt hier im Auto und warte vor der Tankstelle, weil da ist gerade jemand reingegangen, den kenne ich aus von früher noch. Der Frank Ilk, ja, auch so eine Stuttgarter Promi-Ikone. Ah, jetzt kommt er raus, aber ich will nicht, dass ich ihm in die Arme laufe, das wäre mir arg peinlich. Ja, das ist er da, ja, der Frank Ilk, da läuft er, ja. Sonst wird er so peinliche Fragen stellen wie, Glück, was machst du jetzt? Und so, und er wird dann vielleicht noch dieses peinliche Auto sehen, was ich fahre. Aber es muss ja nicht sein. Ich glaube, jetzt fährt er weg, ja. Der Frank Ilk. So, jetzt kann ich ja auch an die Kasse gehen.